In dem korrodierten Klumpen liegt der Schlüssel nicht nur zu einer der größten Zeiten der menschlichen Geschichte, sondern vielleicht zur größten Errungenschaft der damaligen Zeit. Geschichtsunterricht mit Leon Lovelock, ja? Wie dem exakten Vermessen von Entfernungen. Die sogenannte archimedische Schraube. Ein Mechanismus, der den Zeitverlauf bei Tag und Nacht messbar macht. Zeit hat uns alle gefickt. Dank der Klepsidra gibt es den Begriff, die Zeit ist abgelaufen. Klepsidra. Eine kleine Eule pfeift und bewegt ihre Schwingen dazu. Die Euli-Vibes. Mit dem Feuer wird ein Großteil des antiken Wissens vernichtet. Lernen mit Leon mehr als in Geschichte in der Schule, bei Gott. Fühl ich. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Ich hab euch alle lieb, meine lieben Freunde, von ganzem Herzen, ohne Scheiß. Ich küsse euer Herz, danke, dass ihr wieder da seid. Liebe ist da. Also wir gehen rein in die Dokumentation, rätselhafte antike Zivilisation. Ich bin gespannt, let's go. Zwei Jahrtausende liegen zwischen der modernen und der antiken Welt. Die menschliche Zivilisation hat sich enorm entwickelt. Doch war das Altertum im Vergleich zur heutigen Zeit eine ganz und gar andere Welt? Das Leben scheint damals viel einfacher gewesen zu sein. Scheinbar ohne Stress, ohne Computer verlief der Alltag in Harmonie und Glück. Doch ein unerwarteter Fund auf dem Meeresboden verändert das Bild grundlegend. Das vermeintlich rückständige Altertum war viel fortschrittlicher als bisher angenommen. Oh shit, man, wir sind drin. Ich feiere die Musik und die Stimme feiere ich auf jeden Fall schon mal sehr. Archimedes sowieso. Die Vergangenheit lädt zu einer Zeitreise ein. Mit erstaunlichen Überraschungen. Technologien, die bislang als moderne Entwicklungen eingestuft wurden, entpuppen sich als Jahrtausende altes Wissen. Ich habe mal gesehen, es gibt doch alte Wandmalereien oder so, wo die Leute einfach sowas wie eine Uhr anhatten. Die haben einfach so ein Armding gehabt, was genauso aussah wie eine Uhr. Schon die alten Griechen und Römer kannten viele der Erfindungen, die angeblich erst in den letzten 200 Jahren gemacht wurden. Manches wird durch Zufall wiederentdeckt. Antike Rolli. Dieser rätselhafte Apparat. Viele Wissenschaftler zweifeln, dass eine derartig komplexe Maschine von den Griechen erfunden und gebaut worden sein könnte. Erst Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts gelingt ein Blick ins Innere. Erstaunlich, was sich im Zentrum des korrodierten Klumpens verbirgt. Eine Vielzahl von Schaltgetrieben und Zahnrädern. Eine Maschine. Doch wozu diente sie? Wer hat sie geschaffen? Fragen, die über 100 Jahre unbeantwortet bleiben, obwohl das faszinierende Objekt immer wieder untersucht wird. Da der Zweck des Apparates nicht bekannt ist, erhält er den Namen seines Fundortes, Antikythera. Das haben wir schon gelernt. Was war das nochmal? 10 antike Technologien, die man bis heute nicht richtig erklären kann, glaube ich, war das Video, gell? Die Geschichte beginnt im Frühling des Jahres 1900. Kapitän Kondos und seine Schwammtauchermannschaft fahren aufs Meer hinaus. Ein Sturm treibt sie vom Kurs ab. Ungewollt landen sie bei der kleinen griechischen Insel Antikythera. Endlich klart das Wetter auf. Die Männer nutzen die Gelegenheit, um in den klaren Gewässern nahe der Küste... Die Tauchanzüge von damals waren auch ganz wild, ne? Voll schwer und so. ...nach Schwämmen zu tauchen. Erinnert mich immer an diesen einen Film, wo der erste schwarze Marinetaucher am Start ist. Ich weiß gar nicht, wie der Film heißt. Sehr emotionaler Film.
auch viel mit Rassismus und so. Falls den einer kennt, haut mal kurz rein. Der erste schwarze Marinetaucher, den die dann richtig hart rannehmen und der dann teilweise stundenlang unten im Wasser rumhängt. "65 Meter ist das Wasser an dieser Stelle tief und die Seemänner laufen Gefahr, die sogenannte Taucherkrankheit zu bekommen. Bei seinem ersten Abstieg erwartet den Schwammsucher eine Überraschung. Der Meeresboot mit Schädeln und Leichenteilen übersät zu sein. Man of Honor, genau, Digga. Stevie, ich küsse dein Herz, Bro. Entsetzt reißt der Mann an der Signalleine, um sofort wieder ins Boot gezogen zu werden. An der Wasseroberfläche erwarten ihn seine Kollegen. Sie befürchten, dass er an der Taucherkrankheit leidet. Kapitän Condors schickt ein anderes Crewmitglied nach unten, um der abstrusen Geschichte nachzugehen. Die Leichen entpuppen sich als wunderschöne Bronze- und Marmorstatuen, Zeugen einer antiken Schiffskatastrophe. Neben den Statuen bergen die Seeleute auch dekorierte griechische Vasen und Schmuckgegenstände. Ein Jahrhundertfund. Fotos der atemberaubend schönen Plastiken schmückten die Titelseiten sämtlicher Zeitungen. Der Jüngling von Antikythera, eine vollständig erhaltene Bronzestatue. Die Fachwelt sieht in der Skulptur. Der Jüngling, der kleine Strolch. Nur das Jüngling it in, man. Werk eines Genies. Die Bronze muss einst einem reichen Römer gehört haben. Einem Römer, der sehr enttäuscht gewesen sein muss, als seine Fracht nicht ankam. Der Jüngling und der Kopf eines Philosophen gelten als die markantesten Fundstücke aus dem Wrack. Nach über 2000 Jahren erblickten sie wieder das Licht der Welt. Doch die erstaunlichste aus der Tiefe geborgene Arbeit ist eine rätselhafte Metallscheibe. In dem korrodierten Klumpen liegt der Schlüssel nicht nur zu einer der größten Zeiten der menschlichen Geschichte, der hellenistischen Periode, sondern vielleicht zur größten Errungenschaft der damaligen Zeit. Vor 2500 Jahren blühten Wissenschaften, Philosophie und Kunst im mediterranen Raum. Die Griechen, damals als die Hellenen bekannt, lebten in einem goldenen Zeitalter. Sie hatten die Demokratie etabliert, hatten Bereiche der Mathematik und anderer Wissenschaften geöffnet und machten die Welt mit der Philosophie bekannt. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob die Jungs das geöffnet haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, damals in Ägypten und vorher auch schon in anderen afrikanischen Kulturen gab es schon ganz viele Sachen, die die Griechen quasi dann auch entweder parallel danach erfunden oder übernommen haben. So, weißt du, wie ich meine? In Wissensdurst und Erfindungsreichtum unterschieden sie sich nicht sehr von den heutigen Menschen. Die fremdartige Maschine schufen sie, um ihre Welt besser zu verstehen. Den Forschern des 21. Jahrhunderts blieb die Herausforderung, den Zweck dieser Maschine herauszubekommen. Ein Teil der Antwort liegt in einem Schaukasten eines Londoner Museums. Michael White, Kurator am Museum der Wissenschaften in London, entdeckte ein anderes antikes Gerät. Zwar weniger kompliziert, aber dem Antikythera-Mechanismus sehr ähnlich. Wir nennen es byzantinischen Sonnenuhrkalender. Es stammt aus dem Jahre 500 nach Christus. Eine Sonnenuhr mit der Funktion eines mechanischen Kalenders. Der Verlauf der Zeit ist an den Mondphasen innerhalb eines Monats ablesbar.
Der Erbauer eines solchen Objektes muss über ein enormes mathematisches und astronomisches Wissen verfügt haben. Michael White baute ein Modell, um das mechanische Objekt besser erforschen zu können. Hier ist der Buchstabe für den Tag. Sagen wir einmal Alpha, also für den ersten Tag des Monats. Und in der runden Öffnung zeigt sich entsprechend die schwarze Scheibe. Es ist jetzt Neumond. Jetzt klicke ich Tag für Tag weiter. Das ist Beta für Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und nun kommt die glänzende Scheibe, Vollmond. Die anderen Zifferblätter zeigen den Verlauf der Sonne und des Mondes im Tierkreis. Dieses Instrument ist viel einfacher als der Antikythera-Mechanismus. Das Aufregende ist, dass wir ein weiteres Instrument entdeckt haben, das in hellenistischer Tradition gefertigt wurde. Erkennbar an den griechischen Buchstaben und Zahnrädern. Oh shit, man, Musti, red mal, fucker, Musti, was geht ab, mein Jutster, Alter? Museno ist am Start, sag mal einmal Hallo hier, Museno, Musti in the house. Skrrp. Nimm das raus für ein Beat, Bro. So haben wir nicht nur einen Mechanismus, der uns sagt, dass schon die alten Griechen Zahnräder fertigten, wir haben zwei, quasi ein doppelter Beweis. Der Sonnenuhrkalender soll lediglich 8 Zahnräder besessen haben, der Antikythera-Mechanismus hingegen mindestens 29. 29 Zahnräder, Bro, was haben die damit gemacht? Irgendwo einer hat mal gesagt, dass das so ein Planetending irgendwie war, ne? Was so die Planeten umeinander bewegt hat und so ein Scheiß. Antikythera heißt es eigentlich. Musti, geiler Typ, Alter. Könnte das griechische Gerät ebenso ein mechanischer Kalender gewesen sein? Nur viel komplizierter als der byzantinische Mechanismus und dazu noch 600 Jahre älter? Welcher Gelehrte konnte damals ein solches Gerät entwickeln? Er muss ein mathematisches und technisches Genie gewesen sein. Der Mann, auf den diese Beschreibung zutrifft, ist Archimedes, führender Mathematiker seiner Zeit. Archimedes ist auch heftiger Typ, ne? Hat mal einen Mathelehrer von mir, so, der war auch ein bisschen ein Archimedes-Fan und der hat so ein paar Storys von dem erzählt. Schon wild auf jeden Fall. Archimedes lebt im griechischen Stadtstaat Syrakus. Ich muss immer an die Dönermaschine denken. Ist dein Ernst? Also wenn du Antikythera siehst, musst du an der Gret denken. Bro, hör doch auf. Auf der heute italienischen Insel Sizilien. Vor allem die immer mächtiger werdende römische Staatsmacht will sich sein Talent für militärische Erfindungen zunutze machen. Keine militärische, sondern eine friedliche Erfindung hat ihn berühmt werden lassen, die sogenannte archimedische Schraube. Mit ihr können große Mengen an Wasser oder Getreidesamen kontinuierlich bergauf transportiert werden. Doch Archimedes widmet sich auch anderen schwierigen Problemen, wie dem exakten Vermessen von Entfernungen. Hat Archimedes nicht auch die Form der Schiffe vorgegeben, quasi, wie man mit einem Schiff, was voll beladen ist, auf dem Wasser schwimmen kann? Diese parabelmäßigen Vibes, war das nicht auch Archimedes? Museno sagt gerade, dieses Wissen schlummert in uns allen, aber unsere Drüse ist vercrackt. Zirbeldrüse denn mal, fuckers? True. Die Schraube ist krass. Seine drängendste Frage gilt dem Auf- und Untergehen der Sonne, den wechselnden Jahreszeiten, den Bewegungen des Mondes und der Planeten. Also,
dem Ablauf der Zeit. Viele Jahre zuvor reist Archimedes über das Mittelmeer in das wichtigste kulturelle Zentrum der hellenistischen Welt, nach Alexandria in Ägypten. Gegründet von Alexander dem Großen, wird die Stadt von den Nachfahren seiner Generäle regiert. Griechischen Soldaten, die im Laufe der Zeit zu Pharaonen aufgestiegen sind. Eine Stadt, die zum Schmelztiegel uralter Zivilisationen des Mittelmeergebietes geworden ist. Alexandria entwickelt sich zum intellektuellen Zentrum der antiken Welt. An diesem Ort lässt sich der junge Archimedes von Ktesibios, einem Genie Ktesibios der Mechanik, inspirieren. Museno sagt, Alexander der Große hatte eine zigeunische Ehefrau. Stark, stark. Die Grundlagen des Ägypters dienen dem Griechen für seine eigenen Forschungen. Alexander hatte viele Frauen. Stark. Seine Entdeckung wird die Welt grundlegend verändern. Archimedes kann auf das Wissen der gesamten antiken Welt zurückgreifen. Aufbewahrt an einem der berühmtesten Orte seiner Zeit, der riesigen Bibliothek von Alexandria. Menschen aus entfernten Ländern kommen in diese Hallen, um zu lernen. Die Arbeiten der großen Denker liegen in Form unzähliger Schriftrollen in den Regalen. Auf einem der Pergamente ist die revolutionäre Erfindung des Ktesibios festgehalten. Ktesibios, krasser Name auf jeden Fall. Was mich auch nochmal interessieren würde, sind diese antiken Steintafeln. Es gibt auch so Steintafeln, wo auch krasses Wissen drin ist. Die Tablets, Bro. Von denen redet auch ein Typ, den ich mir gerne auf YouTube reinziehe, redet auch oft von diesen Ancient Tablets. Obwohl gerade seine Arbeit den Weg für eine technische Revolution bereitet, für das Messen der Zeit, ist der Erfinder nahezu in Vergessenheit geraten. Ktesibios stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Er ist der Sohn eines einfachen Barbiers. Ktesibios stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Er ist der Sohn eines einfachen Barbiers. Barbershop it in, man, fühle ich. Als junger Mann hilft er seinem Vater oft in dessen kleinem Friseurladen in Alexandria. Ständig tropfendes Wasser bringt ihn im elterlichen Salon auf eine Idee. Ktesibios weiß, dass die Ägypter schon seit Jahrtausenden Wasser benutzen, um den Ablauf von Zeit zu markieren. Ein berühmtes Beispiel ist die Wasseruhr von Karnak. Eine Nachbildung macht deutlich, dass trotz aller Götter- und Tierabbildungen, trotz aller Hieroglyphen und fremdartigen Symbole, dem Gefäß ein einfaches Prinzip zugrunde liegt. Der Krug ist randvoll mit Wasser gefüllt. Wird der Pfropfen aus der Abgussöffnung gezogen, zeigt der stetig sinkende Flüssigkeitsspiegel den Zeitablauf. Die im Innern angebrachten Markierungen zeigen den Stundenverlauf. Krass. Ein Mechanismus, der den Zeitverlauf bei Tag und Nacht messbar macht. Von einer konstant gehenden Uhr jedoch noch weit entfernt. Im antiken Griechenland ist das akkurate Messen der Zeit wichtig geworden. Zeitpläne bestimmen das... Zeit hat uns alle gefickt. Ich schwör's dir, hättet ihr mal gut gelassen, mein Lieben. Zeit hat uns doch kaputt gemacht. Zeit, guck, dies, das, boah, ich muss noch das erledigen. Morgen, bla, so, 18 Uhr, scheiße, 19 Uhr, bah.
Zeit setzt uns extrem unter Druck. Gesellschaftliche Leben. Öffentliche Gebäude wie der Turm der Winde in Athen sind mit Sonnenuhren ausgestattet. Doch die Zeitmesser nutzen nur am Tag und bei gutem Wetter. Die griechische Lösung des Dilemmas heißt Klepsydra, auch Wasserdieb genannt. Wir sind die Sklaven der Zeit geworden, ich schwör's dir. Der Wasserdieb ist unter anderem bei Gericht im Einsatz. Den Anwälten in Gerichtsverhandlungen wird so viel Zeit für ihre Plädoyers erlaubt, wie das Wasser braucht, um aus einer Klepsydra auszulaufen. Wenn das Wasser jedoch abgelaufen ist, ist auch die Zeit des Redners um. Eine Sitte, die auch Auswirkungen auf die Sprache hat. Dank der Klepsydra gibt es den Begriff, die Zeit ist abgelaufen. Ach so, die Zeit ist abgelaufen. Klepsydra. Geschichtsunterricht mit Leon Lovelock, ja? Allerdings ist kontinuierliches Zeitmessen mit Hilfe der Klepsydra unmöglich. Bei vollem Behälter schießt das Wasser unter hohem Druck hinaus. Mit abnehmendem Inhalt lässt auch der Wasserdruck nach, bis es zum Schluss nur noch herauströpfelt. Um diese Unregelmäßigkeit zu kompensieren, bringen die Griechen abgestufte Markierungen an. Jedoch gelingt es ihnen nicht, das Wasser gleichmäßig fließen zu lassen. Ktesibios brütet über dem physikalischen Problem. Er erkennt, dass der Wasserdruck gleichmäßig ist, wenn der Behälter konstant gefüllt bleibt. Die großartige Entdeckung des ägyptischen Erfinders ist die Erweiterung des Systems. Neben dem gleichmäßigen Abfließen des Wassers ist vor allem der konstante Zufluss wichtig. Ktesibios findet die Lösung. Zuerst platziert er oberhalb des Hauptreservoirs einen zusätzlichen Wassertank. Dieser füllt den Haupttank schneller, als dessen Wasser auslaufen kann. Dadurch bleibt der Hauptbehälter immer vollständig gefüllt. Überschüssiges Wasser wird mittels eines Überlaufs abgeleitet. Der Inhalt kann nun immer mit gleichbleibendem Druck aus dem Reservoir herauslaufen. Ktesibios muss nur noch die Menge des abfließenden Wassers messen. Ein weiterer Behälter steht unter dem Abfluss. Er ist mit Markierungen und einem Schwimmer versehen. Krass, überleg mal, ey. Tassos, was geht ab, mein Jutzer? Wie geht's dir? Alles klar? Klaus Schwabenland. Bro, Schwab it out, man. Lernen mit Leon mehr als in Geschichte in der Schule, bei Gott. Fühl ich. Mit dem Ansteigen des Wassers steigt auch in gleichmäßigem Tempo der Schwimmer mit dem Zeiger. Dank des tropfenden Wassers in einem Friseurladen erfindet Ktesibios die erste mechanisch angetriebene Uhr. Der Barbierssohn wird zum Herrn über die Zeit, indem er ein altbekanntes System schlicht erweitert. Man weiß nicht genau, ob er was Gutes oder was Schlechtes getan hat an der Stelle, ja? Mary, ich küsse dein Herz, mach's gut, meine Jutze. Ich hoffe, du hast schön zu Ende geputzt. Den Cousin meinte ich die ganze Zeit. Ended up, getting pregnant at a very early age and then. Krasser Typ auf jeden Fall, der haut auch Sachen raus, wild, ganz wilde Nummer. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Leider gibt es von ihm keine Videos auf Deutsch. Auf Englisch gibt es noch viel krassere Videos und Leute, die noch tiefer in der Materie drin sind. Aber wir sind hier auf dem deutschen Twitch-Kanal, deswegen erstmal bleiben wir auf Deutsch. Ja, weiter geht's. Das Messen von Stunden und Minuten ist aber nur der Anfang einer immer ausgefeilteren Kunst. Der Barbierssohn baut wunderbare Uhren mit vergoldeten Götter- und Tierfiguren, alle auf dem Prinzip der Hydraulik beruhend. Haben die echt diese Wasserdinger dann benutzt damals, oder was? Als Uhr quasi, krass. Skalen werden immer komplexer. Blau für die Nacht, weiß für die Stunden des Tages. Während eines der goldenen Engelchen eine Vase hält, aus der gleichmäßig Wasser herauströpfelt,
bewegt sich ein anderes die Skala empor und zeigt die Stunden des Tages und der Nacht an. Auch die Mechanismen werden aufwendiger und komplizierter. Mit Wasserkraft treibt er eine ganze Reihe von verschiedenen Automaten an. Druckluft bläst eine Flöte an. Eine kleine Eule pfeift und bewegt ihre Schwingen dazu. Die Euli-Vibes. Ctesibios ist damit der Erfinder der weltweit ersten Kuckucksuhr geworden. Die immer komplizierter werdende Zahnradmechanik erlaubt die Rotation einer Skalenscheibe. Auf ihr werden die Tage innerhalb eines Monats und die Monate innerhalb eines Jahres angezeigt. Die automatische Uhr arbeitet gleichzeitig als Kalender. Archimedes ist von den Erfindungen des Ctesibios fasziniert. Er studiert dessen Chronometer und nutzt sein eigenes Genie, um die Arbeiten weiterzuentwickeln. Eine über 1000 Jahre alte arabische Übersetzung von Archimedes' Aufzeichnungen gibt einen kleinen Überblick über seine Ergänzungen. Er fügt den Kreationen des Ägypters noch weitere Details bei. Arabisch, wunderschöne Schrift, gell? Eine moderne Rekonstruktion zeigt die Ausschmückung von Ctesibios Uhr durch Archimedes. Erweitert um einen mechanischen Vogel. Mit seinem beweglichen Schnabel spuckt er kleine Kugeln auf eine Glocke, die dadurch die volle Stunde läutet. Ein anderer Zeitmesser, geschmückt von einem Gorgonenhaupt. Wenn die Glocke ertönt, verändert sich die Augenfarbe. Eine neue Stunde hat angefangen. Die erste automatische Uhr mit Glockenschlag. Eine gewagte Erfindung. Denn nach der griechischen Mythologie muss jeder, der in die Augen einer Gorgo schaut, zu Stein erstarren. Krasser Typ, Alter. Doch der geniale Archimedes darf seiner Kreatur, der Gorgo Medusa, ungestraft ins Antlitz blicken. Das moderne Alexandria präsentiert sich als betriebsame Hafenstadt. Da, wo früher die berühmte Bibliothek stand, steht jetzt ein Neubau. Die ursprüngliche Bibliothek ist in der Antike bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mit ihr ging fast das gesamte angesammelte Wissen des Altertums verloren. Nur einige wenige Texte, die Ctesibios' Arbeiten erwähnen, wurden in unsere Zeit hinübergerettet. Nicht eine einzige Seite seiner eigenen Niederschriften ist erhalten geblieben. Krass, yo. Lässt auch wieder sehr viel Raum für Spekulationen, ne? Und ich will nicht wissen, wie oft das schon passiert ist, dass quasi das ganze Wissen aus der Vergangenheit ausgelöscht wurde und dann rekonstruiert wurde, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, da gibt's noch ganz viel zu entdecken. Auch ganz weit in der Vergangenheit. Wahrscheinlich gibt's Dinge, die wir gar nicht mehr entdecken können. Außer, wenn wir halt in Kontakt treten mit den Aliens. Grüße an Miss Julia an der Stelle. Doch sein Vermächtnis findet sich noch heute. In einem unauffälligen Turm, der versteckt in einem kleinen Winkel Athens steht. Viele Jahrhunderte lang wurde der Turm der Winde für das Grabmal der Philosophen Sokrates und Plato gehalten. Doch er ist kein Grab. Hinweise auf seine Verwendung finden sich auf der Fassade. Neben einer Sonnenuhr sind noch die verwitterten Skulpturen der 8 Winde zu erkennen. Ein zu Ehren des Ctesibios errichtetes Denkmal und zugleich öffentliche Uhr Athens.
An dem riesigen Wasserchronometer im Innern des Turms soll auch der Sternenverlauf ablesbar gewesen sein. Doch wie funktionierte diese unbekannte Uhr? Kann der Antikythera-Mechanismus eine Antwort zu dieser Frage liefern? 1951 beginnt der englische Physiker Derek de Solla Price nach der Antwort zu suchen. Zum ersten Mal wird das Funktionsgefüge eingehend untersucht. Der Forscher reist nach Athen, um das Fundstück zu inspizieren. Inspizieren, Alter. 50 Jahre sind seit seiner Entdeckung vergangen. Das Gerät ist in der Zwischenzeit weiter korrodiert und halb zerfallen. Zum Vorschein kommen jede Menge Zahnräder. Der Physiker ist fest entschlossen, das Geheimnis um den Antikythera-Mechanismus zu lüften. De Solla Price verbringt viel Zeit im griechischen Nationalmuseum in Athen. Er hat Glück, denn er kann von den neuesten Entwicklungen der Röntgentechnologie profitieren. Das bildgebende Verfahren ermöglicht einen Blick in das Herz des antiken Objekts. Erstaunen packt den Forscher, als er durch die Korrosionsschichten hindurchblickt. Eine Maschine so komplex, dass sie aus der heutigen Zeit stammen könnte. Doch wozu diente sie? Eine Maschine so komplex, dass sie aus der heutigen Zeit stammen könnte. Wild. Die Zahnräder, die Getriebe und die Inschriften geben ihm Hinweise auf die mögliche Verwendung des Apparates. Bruchstücke einer Holzkiste, in der das Gerät lag, waren mit griechischen Schriftzeichen versehen. Sie lieferten weitere Informationen. De Solla Price entwickelt eine Theorie und fertigt ein Modell des Antikythera-Mechanismus an. Bald erkennt er, dass das extrem ausgeklügelte Gerät zur Berechnung der Bewegungsabläufe von Sonne und Mond dient. Es zeigt die Tage eines jeden Monats durch das Markieren der Mondphasen an. An der Komplexität der Mechanik lässt sich das immense Wissen ablesen, das zum Bau einer solchen Maschine erforderlich ist. De Solla Price glaubt, dass ein aus Bronze gefertigtes Zifferblatt auf der Vorderseite des... Vor allen Dingen aber, wie wussten die denn überhaupt, wie das Sonnensystem aussieht und wie die Planeten funktionieren? Das Antikythera-Ding wurde ja auch viel früher gefunden als... angeblich die ersten Leute das Sonnensystem so richtig verstanden haben. Zu der Zeit dachten die Leute doch noch, dass die Erde flach ist auch, oder? Mechanismus das Datum und die Position der Sonne und des Mondes anzeigte. Ein Zifferblatt auf der Rückseite zeigte den jeweiligen Monat, möglicherweise innerhalb eines 12-monatigen Jahres an. Möglicherweise auch alle Spekulationen, glaube ich, ne? Der Mechanismus von Antikythera wird auch oft als der älteste Rechner bezeichnet. Wer weiß, was es da vielleicht noch gab, wovon wir gar nicht wissen. Bro, diese Zeit muss so wild gewesen sein. Ich schwöre dir, ich hätte gerne da auch mal ein bisschen Zeit verbracht. Wer weiß, vielleicht hat meine Seele auch in der Zeit ein bisschen Zeit verbracht, aber ich habe halt keine Erinnerung daran. Aber das muss eine sehr heftige, wilde Zeit gewesen sein. Muss man mal vorstellen, so viele Sachen sind noch nicht erfunden. Leute sind am Forschen, Leute haben Theorien. Weißt du, wie ich meine? Da wurden echt noch Dinge erfunden. Voll geil. Werden heute auch noch, aber ein bisschen anders als damals. Der Forscher nennt den Apparat einen Kalendercomputer. Das Gerät muss in der antiken Welt von unschätzbarem Wert gewesen sein. Der Gerät. Die Bewegungen der Sonne und des Mondes am Firmament zu verstehen, bedeutete, in den Kopf der Götter schauen zu können.
könnte der Antikythera-Mechanismus schon vor über 2000 Jahren als kompliziertes Horoskop und als Brücke zu den Göttern gedient haben? Oh shit. Doch woher stammt die Maschine? The Solar Pro. Ja, ja, das Verschwörungskanzeln war früher das Hexending und gab es ganz früher auch schon. Safe. Ich meine, als die ersten Leute gesagt haben, dass die Erde rund ist und nicht flach, ist Galileo nicht deswegen draufgegangen auch? Die wurden ja von der Kirche dann gejagt. Das war jetzt noch nicht ganz so weit in der Vergangenheit, aber es gab schon immer diese Hexenjagd. Stellt eine außergewöhnliche Theorie auf. Nach der These des Physikers waren Konstruktionen wie der Antikythera-Mechanismus Teile von öffentlichen Uhren. Hat der Wissenschaftler das Geheimnis des Turms der Winde gelüftet? War dieser Apparat nicht nur eine einfache Uhr, sondern ein automatisches Modell zum Messen der Bewegungsabläufe von Sonne und Mond? The Solar Prize glaubt, dass Archimedes Interesse am Bau eines solchen Gerätes gehabt haben könnte. Vielleicht ist der Antikythera-Mechanismus eine späte Kopie einer seiner Maschinen. Unter dem Titel Zahngetriebe der Griechen publiziert der Forscher 1974 seine Entdeckungen. Sie stoßen auf internationales Interesse. Besonders Michael White ist von der Vorstellung fasziniert. Die antiken Griechen hätten schon ein komplexes Ingenieurswesen besessen. Er fährt nach Athen, um den Mechanismus noch einmal mit Röntgenstrahlen zu durchleuchten. Wenn ich mir einige Teile zusammen ansehe, kann ich mir ein besseres Bild machen, wie die Zahnräder zusammenpassten, bevor die Kiste, in der sie lagen, auseinanderfiel. Michael White ist zwar von Price-Theorien angetan, glaubt jedoch, dass mehr dahinter stecken könnte, als sein Kollege angenommen hat. Ich nahm mir den Artikel Zahnradgetriebe der Griechen noch einmal vor und fand Ungereimtheiten. Da entschloss ich mich, das Ding noch einmal selbst anzuschauen. Um das fremdartige Gerät bis in alle Einzelheiten zu verstehen, entschließt sich der Wissenschaftler, den Mechanismus zu rekonstruieren. Viele Wissenschaftler halten den Apparat für wesentlich jünger, als von The Solar Prize in seinem Artikel behauptet. Das komplexe Zahnradgetriebe scheint einfach zu modern. Wie stellten die Menschen des Altertums die Berechnungen an? Wie haben sie die feinen Zähne jedes einzelnen Rades so präzise geschnitten? Vermutungen werden laut, es könnte sich um eine Fälschung handeln. Um zu beweisen, dass die Argumente falsch sind, macht sich Wright an die Arbeit. Er verwendet unerklärlich ist gefälscht. Werkzeuge, die schon im Altertum bekannt waren, und nutzt nur das bekannte Wissen der Griechen über Geometrie. Wright beginnt, die Zahnräder in seiner Werkstatt sorgfältig zu kopieren. Das Schneiden der Zähne mit einer Metallfeile erweist sich trotz seines guten Auges für Details als nicht einfach. Aber es ist möglich. Nach überleg mal, was für eine Arbeit das war, yo. Stundenlanger Feinarbeit liegt der Beweis vor. Nur ein Zahnrad, weißt du, was ich meine? Also was er jetzt gerade macht, da waren ja 26, 28 Dinger drin? Das Beweisstück, nämlich der Antikythera-Mechanismus, existiert. Man kann erkennen, dass Design und Ausführung eine ausgefeilte Arbeit sind. Warum sollten die alten Griechen so etwas nicht herstellen können? Aus den übersetzten Texten des Archimedes geht hervor, dass er Zahnradgetriebe kannte. Mit diesem Wissen können Forscher das Geheimnis um ein anderes mechanisches Wunderwerk lüften. Das Geheimnis
um den Kilometerzähler. Krass, Bro. Jedes Auto ist mit einem Streckenmesser ausgestattet. Das Gerät stellt die zurückgelegte Entfernung fest. Weitreichenden Einfluss übte die Maschine auf die Entwicklung des Römischen Reiches aus. Archimedes soll den Kilometerzähler erfunden haben, als er im Dienst der römischen Armee stand. Ein Dekret bestimmt, dass alle römischen Straßen mit Meilensteinen zu markieren seien. Aber das römische Straßennetz erstreckt sich über Tausende von Kilometern. Wie konnten die Distanzen akkurat vermessen werden? Archimedes erfand einen Karren, mit dessen Hilfe sich exakt Entfernungen bestimmen lassen. Meilensteine setzen ist damit ein leichtes Spiel geworden. Das genaue Wissen um Distanzen ist für die Verlegung von Truppen äußerst wichtig. Rom besitzt mit dem archimedischen Messgerät seinen Feinden gegenüber einen deutlichen Vorteil. Keiner der antiken Streckenzähler hat die Jahrhunderte überdauert. Wie der Karren funktioniert, zeigen lediglich einige Abbildungen in einem Buch aus der Renaissance. Nur auf dem Papier wirken die Zeichnungen funktionstüchtig. Als Modell nachgebaut, versagen sie jedoch. Selbst das Universalgenie Leonardo da Vinci scheitert bei dem Versuch, einen Streckenzähler zu konstruieren. Lediglich Skizzen. Die Menschen damals waren klüger als wir. Heute alle auf TikTok hängen geblieben. Nicht alle, aber viele, ja. Der Großteil leider. Das erfolglose Unterfangen. Ein Professor der Universität Groningen nimmt die Herausforderung an. Er will das Rätsel lösen und baut einfache Modelle. Tatsächlich gelingt Professor... Das ist doch geil, sowas zu machen, weißt du, wie ich meine? Das macht doch bestimmt voll Spaß, an sowas zu forschen, so Dinger nachzubauen und so. Schleswig mit einer Konstruktion im Maßstab 1 zu 25. Der Durchbruch. Sein verkleinertes Modell funktioniert. Die Funktionsweise ist einfach. Während sich die Räder des Wagens drehen, drückt ein einzelner Zahn eines Rades gegen ein riesiges Zahnrad mit 400 Zähnen. Jedes Mal, wenn sich das große Rad dreht, fällt ein kleiner Stein in einen Kasten. So wird die Entfernung durch das Abzählen der Steine ermittelt. After First Punic War. Crazy. Nach den ersten Punischen Kriegen entschied sich der römische Senat, alle Hauptstraßen des Reiches mit Meilensteinen zu markieren. Wir können uns leicht vorstellen, wer... Was waren die Einheiten damals? Waren Meilen oder was? Haben die schon Einheiten gehabt überhaupt? ...im Fall der Erfinder gewesen sein könnte. Es war Archimedes. Oder haben die das erstmal einfach Meilenstein genannt und darauf basierend sind dann die Einheiten wie eine Meile und so gekommen? Wie hat Schleswig des Rätsels Lösung gefunden? Er nahm die Zacken an den Zahnrädern genauer unter die Lupe. Während Da Vinci und andere eine rechteckige Form annahmen, sah Schleswig die spitz zugefalten Zähne auf den Röntgenbildern des Antikythera-Mechanismus. Archimedes Streckenzähler. Dieses Antikythera-Ding ist auch ein bisschen universell, Digga, gell? Funktioniert genauso, wie es der bedeutende Mann geplant hatte. Selbst einige tausend Jahre später. Die Erkenntnis stammt also direkt von dem mysteriösen antiken Objekt, dem Antikythera-Mechanismus. Ohne dessen spitze Zähne wäre ein funktionstüchtiger Nachbau vielleicht unmöglich gewesen. Auch in London baut Michael White durch das Kopieren der Spitzenzähne ein einsatzfähiges Modell.
Die einzelnen Zahnräder greifen perfekt ineinander. Schnell wird deutlich, dass The Solar Price sich zwar in einigen Details vertan hat, der Antikythera-Mechanismus ist eine automatisierte Rechenmaschine, vielleicht sogar eine Art Computer. Oh shit. Man könnte das Ding schon als einen Computer bezeichnen, wenn man davon ausgeht, dass man Daten hineingibt und dann wiederum verwandte Daten herausgegeben werden. Ein antiker Computer? Ein schwer vorstellbarer Gedanke. Vergleiche zwischen dem Mechanismus des Archimedes und dem von Charles Babbage offenbaren Erstaunliches. Der Engländer entwickelte im Jahre 1830 die komplizierte Maschine, die als erster mechanischer Rechner der Welt gilt. Sein Gerät konnte automatische Berechnungen anstellen. Aufbau und Technologie sind dem Antikythera-Mechanismus verblüffend ähnlich. Wright glaubt, dass der uralte Apparat mehr Funktionen erfüllt, als Price vermutete. In ihm soll ein ganzes Planetarium stecken. Boah. In Wrights Modell dreht ein Knopf die Tage und Monate. Feine Differentialgetriebe bewegen eine Reihe von Zeigern, die die Sonne, den Mond und die Planeten darstellen. Die exakte Position der einzelnen Sterne kann zu jedem beliebigen Datum angezeigt werden. Boah, Digga, das ist heftig. Das ist quasi alles miteinander verbunden. Zeit, Planeten, Sterne, Monat, Tage, dies, das, bla. Das Gerät ist praktisch ein mechanisches Modell des griechischen Universums. Moderne Astrologen benötigen ein komplexes Computerprogramm, um die Funktionen des antiken Apparates auszuführen. Ist die Maschine vielleicht doch von Archimedes selbst konstruiert worden? Antike Texte berichten, er habe Planetaria gebaut. Mit Sicherheit haben die mathematischen Entdeckungen des Archimedes die Voraussetzung für derartige Konstruktionen geliefert. Doch seine revolutionären Arbeiten im Bereich der Mechanik und der Mathematik fanden ein jähes und gewaltsames Ende. Syrakus, die Heimatstadt des Genies, wird von römischen Truppen erobert. Das Leben des bedeutenden Erfinders soll geschont werden. Archimedes weigert sich, seine Arbeit zu unterbrechen. Ein ungeduldiger Soldat streckt ihn mit einem Schwerthieb nieder. Sein Tod bedeutet einen gravierenden Einschnitt in die hellenistische Tradition der großen Erfindungen und der Wissenschaften. Aber seine Aufzeichnungen bleiben erhalten. Sie lagern in der großen Bibliothek von Alexandria. Diese Bibliothek gibt's immer noch, oder? Die große Bibliothek von Alexandria. Oder nicht? Bis zu dem verheerenden Brand, der das Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört. Ach so, scheiße. Fast alle Dokumente, einschließlich der Aufzeichnungen des Archimedes, sind entweder verloren gegangen oder verbrannt. Mit dem Feuer wird ein Großteil des antiken Wissens vernichtet. Viele Dinge mussten neu erfunden und entwickelt werden, die vor mehr als 2000 Jahren bereits bekannt waren. Wie viel weiter wären wir heute mit unserer Wissenschaft, wenn diese alten Weisheiten nicht verloren gegangen wären? Welche anderen technologischen Wunderdinge aus jener Zeit warten noch darauf, entdeckt zu werden? Ich schwör's dir, nicht nur aus jener Zeit, sondern auch aus der Zeit davor schon, meiner Meinung nach. Aber guck dir doch mal die 7 hermetischen Gesetze alleine an, die das Universum und die Welt eigentlich vollkommen beschreiben.
Die hatten damals ein Wissen, dass es war so heftig, wo wir noch lange nicht angekommen sind wieder. So, ob wir da jemals hinkommen werden bei der Wissenschaft, die wir heutzutage haben und den ganzen Medien und Steuerung von oben und so einer Scheiße, ist kaum noch möglich, glaube ich, aber in uns Menschen steckt sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Und ich glaube, ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass so Leute wie auch Nikola Tesla oder Archimedes oder auch, wie heißt der, Leonardo da Vinci und so, und auch die von früher aus den ägyptischen Zeiten, die hatten einen Zugang zum Universum, was ihnen gewisse Dinge Wissen quasi gegeben haben. Weißt du, wie ich meine so? Diese Connection zum Universum, dieses Spirituelle, dieses Verbinden mit den Zahlen und mit dem, was das Universum dir sagt. Das wird ja als Humbug heutzutage abgetan. Und ich glaube, das ist auch ein Riesending, was uns quasi zurückhält. Dass wir diese spirituelle Geschichte nicht mit einbeziehen in die Wissenschaft, sondern dass es alles einfach nur, wie sagen die heutzutage, Esoterik ist und so ein Scheiß. Selbstheilung, bla bla bla. Also der Spirit und die Connection zum Universum, was uns am Ende alle miteinander verbindet, das muss auch wieder mehr werden. Ich glaube, dass die in der Literatur gefundenen Aufzeichnungen und dieses eine Instrument nur die Spitze des Eisberges sind. Sie zeigen uns, dass es noch eine ganze Menge mehr gibt, als das, was wir bis jetzt gelernt haben. Die Welt der Antike war wesentlich weiterentwickelt als gemeinhin angenommen. Wir kennen tatsächlich nur die Spitze eines Eisberges von ungeahnter Größe. Der ZDF 2003, Digi. Aber macht Spaß, oder? Wie war die Doku? Wie fandet ihr die Doku? Ich fand's interessant. Ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall so noch nicht wusste. Auch mit diesen Zeitmessgeräten und mit, was war nochmal? Die Zeit ist abgelaufen. Ablauf it out, man. Aiwa.